Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Cookies, zu einem kleinen Let's Play. Ich spiele heute Agario. Agar, ich nenne es nur Agar, ist lustiger. Ja, und zwar hat es einen kleinen Grund, warum ich nur dieses kleine Let's Play aufnehme für diese Woche. Weil das Problem ist, dass ich an einem größeren Projekt für meine Abschlussfeier sitze, die am Donnerstag ist. Und ich würde es ja schon Dienstag hochladen, aber da meine Leute auf YouTube nicht abonniert haben, die meisten aus meiner Klasse, möchte ich ihn gerne spoilern. Das wäre nicht zu schön. Ich möchte ein bisschen mit euch quatschen über die Zukunft und was jetzt alles so ein bisschen ins Haus steht, weil sich jetzt einiges ändern wird bei mir in meinem Leben. Und ich möchte euch da einfach mal ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und da das jeder machen kann, dass er Isaac spielt und nebenher redet, aber ich irgendwie zu blöd dazu bin, weil ich mich viel zu sehr auf Isaac konzentrieren muss, spiele ich Oh Gott, ich spüre die Screenshots. Na gut. Ja, ihr werdet an erster Stelle sein, zu wissen, wie es jetzt bei mir weitergeht. Wie ihr ja schon mitgekriegt habt, habe ich am Donnerstag Abschlussfeier, das heißt, ich habe die Ausbildung scheinbar geschafft. Yay! Nein, nicht nur scheinbar, ich habe sie wirklich geschafft. Mit einem Durchschnitt von 1,6, also eigentlich nur 1 und 2 am Zeugnis. Ja, ich höre schon wieder die Streber-Kommentare auf mich einregnen, aber ja, ich muss sagen, ich hätte mich selbst nicht super gut eingeschätzt. Also ich habe mich schlechter eingeschätzt ein bisschen. Aber ich kann von Stolz behaupten, ich bin stolz. Oh, mein Deutsch ist heute mal wieder unter aller Kanone. Ich erfreue mich daran. Ja. Was steht jetzt alles ins Haus? Ich habe ziemlich viele Abende jetzt mit meinen Eltern geredet, wie es jetzt weitergehen soll, und ich habe ihnen meine kleine Entscheidung verkündet, und zwar werde ich bald, ja, was heißt bald? Bald ist so eine Zeitangabe, die eigentlich fast nichts aussagt. Bald heißt so in ein paar Monaten, 2, 3 Monate, kann ich noch nicht genau sagen, werde ich ausziehen, wenn ich bis dahin eine Arbeitsstelle gefunden habe, weil ich da eigentlich ziemlich optimistisch bin. Und zwar, es gibt bis jetzt nur eine Person, die weiß, wo ich hinziehe. Und die freut sich, glaube ich, anhand ihrer Sprachnachricht, die ich ihr geschickt habe und die ich zurückgekriegt habe. Und zwar werde ich in die Nähe vom guten Blattlicht ziehen. Warum das so ist, ganz einfach. Ich habe gesagt, ich brauche einen kompletten Neustart. Ich muss weg von meinen Eltern. Ich will jetzt auch nicht groß sagen, was privat da bei mir los ist daheim. Aber ja, ich muss einfach raus. Ich brauche einfach was komplett Neues. Ich will das alleine durchstehen. Und ich weiß, also es werden ziemlich viele Kilometer weit getrennt sein von meinen Eltern. Ich bleibe in Baden-Württemberg. Aber ich werde halt ein bisschen woanders hinziehen. Und zwar, ja, einfach in die Nähe von Bloodleafs, ein paar Orte weiter, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Weil ich einfach meinen besten Freund auch in meiner Nähe brauche und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, warte, Moment! Ich hab's gleich. Und ja, wie gesagt, ich brauche einfach einen kompletten Neustart, so ein bisschen weg von meinen Eltern, dass ich auch selbstständig werde. Ich werde versuchen, mir eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu holen. Mit hoffentlich besserem Internet, dass ich besser streamen kann. Ja. Und ja. Das ist eigentlich sozusagen die Planung, die ich jetzt vorhab. Mit dem Wegziehen, Ausziehen, wie ihr es gerne hättet. Also, es ist alles in Planung. Aber ihr fahrt noch früh genug, wenn es dann soweit ist, weil dann wird es wahrscheinlich eine Weile keine Videos geben. Oder so. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, obwohl es noch gar nichts zu entschuldigen gibt. Das ist eigentlich... Ja. Es ist einfach halt wichtig für mich, dass ich echt mal rauskomme von daheim, weil...
Die, wo mich so privat kennen, die wissen, was bei mir daheim abgeht. Und ich glaube, die können zu 99,9% verstehen, warum ich keinen Bock mehr darauf habe. Und deswegen, ja. Was jetzt auch noch so ein bisschen ins Haus steht in Sachen YouTube. Ich weiß nicht, warum das so schnell ging. Jetzt die letzten Wochen. Ich habe die letzten Wochen irgendwie um die 20 Abonnenten dazu gekriegt. Verstehe ich nicht. Ich freue mich total. Hallo an alle Neuen, die ich noch nicht begrüßt habe oder so. Ja, wir gehen... Wir. Warum sage ich eigentlich wir? Ups, ich bin gestorben. ja, warum sage ich wir? Keine Ahnung. Ihr seid Fresh Cookie, ich bin Fresh Cookie, wir sind alle Cookies, würde ich jetzt behaupten. Oder wie der gute Merlin immer sagt, wir sind alle normal gestörte Kekse. Klingt schön, ne? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Muss ich meinen Faden wiederfinden. Achso, ja, wir gehen auf die 100 Abos zu. Und ich bin total stolz, also... Ich muss echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sich das mit der Regelmäßigkeit so extrem lohnt. Und deswegen ist es irre. Was ich jetzt zuvor habe in den nächsten Monaten, Wochen, ist, dass ich einiges mit Bloodlies machen werde. Die, wo ihn nicht kennen, Videobeschreibung und so, ihr wisst schon Bescheid. Aber... So oft, wie ich über ihn rede und so, müsstet ihr ihn eigentlich kennen. Ja. Wir arbeiten beide schon fleißig an meinem 100-Abo-Special, das, wie es natürlich Gewohnheit von mir ist, ziemlich gestört und krank wird. Und ja, wo wir jetzt wieder beim normal gestörten Keks wären. Was habt ihr anderes von mir erwartet? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, wir haben auch noch 2-3 Projekte vor. Nicht nur für meinen Channel, sondern auch für seinen. Er ist ja schließlich auch YouTuber und braucht ein bisschen so ein, ja, bisschen was für seinen Channel. Wir werden einiges für seinen Let's Play Channel aufnehmen. Was es wird, das sagen wir noch nicht genau. Wobei ich ehrlich zugeben muss, wir stimmen noch darüber ab, was es wird genauer. Ja. Aber jetzt der schönste Punkt meines, was nach der Ausbildung passiert. Meine Twitter-Menschen, die mir da folgen oder mit mir schreiben oder sonst irgendwie. Whatever. Oh Gott. Oh, lasst mich alle in Ruhe. Die wissen eventuell schon Bescheid, dass ich dieses Jahr endlich meinen Traum erfüllen werde. Und zwar schaffe ich es endlich dieses Jahr zu Gamescom. Nach langem Hin und Her. Ha! Ich bin genauso groß wie du. Sorry für die Ablenkung. Nach langem Hin und Her, wo das Problem war, ja, schaffe ich es samstags auf die Gamescom, weil wir waren ein bisschen... Oh. Sag dich, bin ich die Beste. Wir waren ein bisschen spät dran mit den Tickets, meine kleine Schwester Elisa und ich. Und wir hatten Tickets noch gekriegt ohne Probleme für Donnerstag, Donnerstag, Freitag. Aber für Samstag hatten wir keine mehr gekriegt. Dann habe ich versucht, zum Saturn zu gehen. Ja, ich bin zum Saturn gegangen. Und habe mich dort informiert, ob sie noch Tickets haben. War natürlich nicht der Fall. Und jetzt habe ich einen Händler gefunden auf eBay, der noch 2 Tickets hat für den Samstag. Die würde er mir für einen humanen Preis überlassen. Und ja, das heißt, wir sind jetzt von Donnerstag bis Samstag beide auf der Gamescom. Ich werde dort ziemlich viel vloggen, so gut es geht, und das natürlich dann auch euch hier zeigen, wie das alles war. Der Traum von meiner kleinen Schwester und von mir, der war es ja schon lange, dass wir mal nach Köln gehen. Die Gamescom war halt jetzt einfach der perfekte Moment dafür. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ein bisschen Angst. Jetzt wirklich ernsthaft, weil, wie ich das gehört habe von meinem Kumpel, es wird ziemlich voll. Es wird ein ziemliches Gedrücke.
Und da ich weiß, dass einige YouTuber dort auch sein werden, denen ich wahrscheinlich ziemlich auf die Nerven gehen werde, wird es sowieso noch voller. Aber ich freue mich. Ich freue mich drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich natürlich noch ein paar von euch normal gestörten Keksen, ja, ich nenne euch ab sofort normal gestörte Kekse, so treffen würde, würde es mich auf jeden Fall freuen. Ich habe im Übrigen eine Orientierung wie eine Bockwurst. Das wissen einige, glaube ich, auch ziemlich gut. Standorte und so, ich muss es versuchen, euch die durchzugeben. Ich weiß es nicht, ob da irgendwas in der Nähe ist, was ihr kennt, was ich kenne. Ich kenne Köln ja überhaupt nicht. Nur vom Vorbeifahren, wo ich letztes Jahr in Düsseldorf war. Ja, wir haben zum Glück auch ein Zimmer gekriegt für uns beide, was auch relativ human mit dem Preis ist, also kann man überhaupt nichts sagen. Köln war ja leider unbezahlbar für uns beide, vom Preis her, und da wir ja auch relativ spät erst dran waren mit den Tickets, war es auch ein bisschen problematisch. Deswegen, wir werden dann in Düsseldorf sein, wir werden schon ab Mittwochs dort sein, einfach weil es echt stressig wäre, wenn wir Donnerstag, wenn wir Mittwoch nachts fahren würden, dass wir donnerstags dann da sind und dann gleich zur Gamescom gehen. Wir wollen einfach noch einen Tag haben, wo wir so ein bisschen unsere Ruhe haben und wo wir uns so ein bisschen umgucken können in Düsseldorf, und ja, das wäre schon ganz nice. Bin schon wieder gestorben. Ich bin ein Classic-Cookie. Ich bin so schlecht in Agar. Ich war schon mal besser, befürchte ich. Ja, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Das war eigentlich das Wichtigste schon. Für mich persönlich. Ich weiß auch nicht. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, ob ihr auf der Gamescom seid und... Noch Konzentration heute wirklich, ernsthaft. Ob ihr auf der Gamescom seid, an welchen Tagen ihr da seid und auf was ihr euch freut, falls ihr euch irgendwas freut, falls ihr schon mal bei der Gamescom wart und nicht so unwissend seid wie ich, die nur von Leuten mit Informationen gefüttert wurden. Ich habe nämlich sowas von keine Ahnung, was auf mich zukommt. Trotzdem freuen wir uns. Also, ja, und meine kleine Schwester und ich. Da kommt noch das Video und der Vlog hoffentlich vor der Gamescom. Dass ihr auch mal wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Weil sie war ja schon mal in einem Video. Ja, sie war schon mal in einem Video. Aber, ja, wir haben zusammen eins gedreht, weil ich ja bei ihr in Bayern war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass mich in Ruhe. Und da haben wir ein Frage-Antwort-Video gemacht, was eigentlich auf so eine kranke Art und Weise gestört ist. Aber es ist süß gestört. Weil meine kleine Schwester ist süß und ich bin ein Keks und Kekse schmecken süß. Ich werde schon wieder nur schwatzen. Ach Gottchen. Was ist denn los mit mir? Ich glaube, das ist die Hitze da draußen. Wir haben gerade irgendwas mit 32 Grad oder so. Das ist nicht so prickelnd wie in meine Bauchnabel. Ja, der Witz war scheiße. Ich kenne einfach viel zu viele Leute. Hi Sanik! Die Flachwitze bringen. Ich mag Flachwitze. Gelegentlich. Wenn sie gut sind. Was erwartet ihr von mir? Hallo? Sehe ich aus, als hätte ich Niveau? Okay. Sieht man in meinen Videos, wie viel Niveau ich einfach mal habe. Ich bin voll gut. Ja. Jetzt soll es eigentlich shit mal gewesen sein. Ja, perfekter Abschluss. Was euch nächste Woche erwarten wird, wird dieses Abschlussvideo meiner Klasse sein. Und ich hoffe, dass es überhaupt meiner Klasse erstmal gefällt, weil wenn die Reaktion dort ein bisschen scheiße ist, sorry für dieses Wort, dann weiß ich nicht, ob ich es hochlade oder nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nur so ein kleines Quassel-Play-Video war. Und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen
normal gestörten Keksvideo. Tschüdelü!